Hallo, hallo Elke. Hallihallo und herzlich willkommen zu der Hallo Elke Koch Show. Heute zeige ich euch mal wieder was für die Figur. Man wird nicht dick, das verspreche ich. Und zwar kochen wir Hähnchenbrustfilets in einer leckeren Kräutermarinade. Was ihr braucht, ist Thymian, Salbei, Schnittlauch, Petersilie, Creme Fraiche, Wasser, den wir dann vermengen mit Pulver von der Hühnerbrühe, Porree, Karotten, eine Chilischote, ich habe zwei Hähnchenbrustfilets, Pfeffer und Salz und Öl zum Würzen und je nach Geschmack noch Linsen dazu. Unsere Vorbereitung, Porree in die Hälfte schneiden, dann in der Mitte durchschneiden. So, wir nehmen jetzt das Thymian und mixen das zusammen mit den Hähnchenfilets, die ich schon mit Paprika eingelegt habe. Ein bisschen Thymian einfach da drauf streuen und auch ein bisschen Salbei, was ich ja klein gehackt habe, bevor ich es abgezupft habe, kommt auch noch da drauf. Salz, ein bisschen Pfeffer, beides hinein, ein paar Tröpfchen Öl. Für die Hühnerbrühe könnt ihr schon vorbereitete Hühnerbrühe kaufen und einfach erhitzen. Oder ihr macht es wie ich, Wasser kochen und die Hühnerbrühe in Pulverform reingießen, vermengen, eigentlich mit einem Schneebesen, den ich aber nicht habe. Und dann noch ein bisschen Bouillon dazu, fertig Bouillon, auch noch reinmixen. Und dann einfach einmal aufkochen lassen. Es riecht schon so gut. Und das Schnippeln und Putzen ist endlich vorbei. Das macht ja nicht ganz so viel Spaß. Und jetzt haben wir die Pfanne und machen unsere ganz, 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 ganz leckere Gemüsepfanne. Oder Eintopf, wir backen die Wurzelchen und das Porree und die klein geschnippelten Kräuter und auch die scharfe Chili einfach in eine Pfanne rein. So, währenddessen unser schönes buntes Gemüse vor sich hinkocht, bis es weich ist, habe ich schon mal die andere Pfanne erhitzt und packe jetzt die beiden Hähnchenfiletstücke dort hinein. So, ungefähr nach 4 Minuten kippe ich die Hühnerbrühe rüber und lasse es nochmal 4 Minuten scharf anbraten oder kochen. Wie ihr seht, sind unsere Hähnchenbrustfilets fertig. Ich habe sie jede Seite auf 4 Minuten angebraten und auch das Gemüse ist weich gekocht. Und jetzt kommt die leckere Verfeinerung mit Creme Fraiche. Einfach drüber gießen. Und vermischen. Kuckuck. So, unsere leckere Gemüsepfanne oder Gemüseauflauf ist fertig und je nach Geschmack dürft ihr noch ein bisschen frisch gewaschene Linsen dazu oder untermixen. Das leckere Essen ist fertig, gesund und fit mit Hähnchenbrust und unserer Kräuterrahmsoße.
Bon Appetit!